Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D Land. Ja, ich habe mich ein bisschen erkundigt, und zwar Luigi gibt es tatsächlich hier in der ersten Burg. Deshalb werden wir nicht... was ist er denn? Muss ich schneller sein als er? Scheint mir so. Oh Gott, oder was ist hier los? Also auf jeden Fall ist er hier für die, also er ist auf jeden Fall hier in der Spezialwelt. Wir müssen dafür die letzte, also hier die Burg machen, also dieses letzte Level hier. Und brauchen dafür 110 Münzen dafür, deshalb werde ich hier ein paar Münzen noch gleich mitsammeln. Wie zum Beispiel die da. Okay, diese Mario, das ist anscheinend so ein Schatten-Mario, der anscheinend alles kopiert, was wir machen. Das ist ein bisschen nervig gerade gewesen. Huiuiui, war knapp. Okay, dann versuchen wir natürlich jetzt hier Luigi freizuschalten. Und sobald wir Luigi haben, hören wir den Spezialwelten auf. Und dann machen wir alles noch mit Luigi. Ganz einfach nur, weil ich darauf Bock habe. Fuck it. Okay, komm her. Hab ihn gebumst. Sehr schön. Und 3 Münzen hier rausgeholt. Wunderbar. Wahoo! Aber gibt es ein extra was für Luigi? Ich verstehe es gerade eigentlich nicht so richtig. Also ich verstehe es immer noch nicht, ob ich mit Mario nochmal alles machen musste. So gesehen, dafür. Weil, oder startet das Spiel dann so gesehen von neu? Weil es ist ja alles frei. Das ist so das, was mich überrascht, wisst ihr? Es ist ja alles frei. Und ist denn mit Luigi auch alles frei? Ich glaube, das ist eine sehr berechtigte Frage, oder? Badabababadadam. Kein Stern. Den ich nicht kriege. Alter, dieser Weitsprung. Habt ihr den gerade gesehen? Wie ein junger Gott habe ich das gemacht. Oh, dann kommen wir hier wieder auf. Okay. Okay, und rüber. Lande. Und... gehe weiter. Wo muss ich hin? Okay, dadurch. Yes, sehr gut. Schnell. Alles einsammeln. Sehr gut. Und wieder Tanuki, dieser, wo man hier so zu diesem Stein-Mario wird. Hallo, ich bin Mario. Was geht ab? So, da droben gibt es. Da oben gibt es bestimmt ein paar Bullet Bills. Klar, sonst wären sie auch nicht so abgebildet gewesen. Ich hab Angst, hier irgendwas zu verpassen, tatsächlich. Aber vielleicht gehe ich auch einfach erstmal weiter. Hier drin, wo eine Münze sein kann? Nee, da hinten war keine Münze. Hätte sein können, dass da hinten doch eine von den großen Münzen ist. Aber kann auch eigentlich gar nicht passen. Cheeps. Oben ist das Wasser? Tatsache, nee. Nee, Moment, ist hier nicht. Badadadadam. Hast du es jetzt? Alles klar. Und du? Wo führst du an hin? Yes. Yes! Okay. Immer schön ist hier. Nö. Ich wollte einen Weitsprung machen. So. Wow, schieb. Okay, das ist nur sowas. Okay. Ich glaube, jetzt möchte ich einfach zur Flamme hin. Weil oben bestimmt noch eine Münze ist. Dankeschön.
Dann. Die Musik ist echt catchy. Ach ja. So. Komm, schieß. Schauen wir das? Schießen. Oh, das ist. Da brauche ich nicht das Leben. Schießen wir direkt ans Ziel. Gut Glück. Alles klar, wunderbar. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, wie viele Münzen haben wir denn jetzt? Wir brauchen 110. Na komm, uns fehlen sogar nur noch 3 Münzen. Okay. Wenn wir jetzt hier Minimum 2 rausholen, sind wir gut dabei. Gut, dieses Mal ist sie hier nicht. Da war sie beim ersten Mal versteckt. Ja, Ricky. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich bin fast stolz auf dich. Aber auch really nur fast. Komm schon. Oh Gott. Okay, alles klar. Das ist schon Münze Nummer 2? Wo hab ich denn Münze Nummer 1 verpasst? Okay. Halleluja. Oh. Das war zu viel für mich. Oh Gott, was bist du denn? Ah, du verkleinerst einen wieder. Das ist ja witzig. Okay, das wusste ich gar nicht, dass man da reingehen kann. Münze, wunderschön. Ach ja, Gott sei Dank. Damit haben wir alle Münzen, die wir brauchen. Jetzt gehen wir da noch in die Kiste rein. Und da kriegen wir auch noch eine Münze, Minimum. Und dann können wir Luigi befreien. Sehr schön. Haben wir die erste Spezialwelt auch so halb abgeschlossen. Wie gesagt, ich bin immer noch gespannt, was passiert, wenn wir Luigi haben. Ob es dann irgendwie steht, mit wem wir jetzt abgeschlossen haben und ob das zählt. Oder ob das irgendeinen Sinn macht oder ob das irgendwas bringt für die 100... Für die 100%. Alles klar. Oh, wunderschön. So, schön. Gut, dann haben wir die 110. Sehr gut. Kann ich dazu nur sagen. Yes. Okay. Mach auf, die Burg. Und jetzt befreien wir Luigi. Aus seiner Misere. Ach Mann, Luigi. Warum bist du auch immer der Gekippnete und der Vollidiot und alles doch schade. Ja, siehst du, guck mal, er kann mehr sprechen. Mario, help me. Siehst du? Er konnte schon mal sagen, help me. Und wahrscheinlich auch sagen, thank you und goodbye und alles ich gesagt, hat er. Alles hat er gesagt. Alles. Hello, goodbye. Okay, ich wollte da schnell hochgehen. Oh Gott. Weil, naja, ich habe so minimal Zeitdruck gerade. Okay, die Münzen lassen wir einfach mal Münzen sein im Moment. Wie gesagt, brauchen wir alles im Moment nicht. Fick doch die Henne. Komm, die war da jetzt gerade so gelegen. Die war da jetzt gerade so gelegen, genau, Ricky. Dein Deutsch so korrekt. Fucky, Knochenbowser. Knochenbowser? Was geht ab? Mir wurde übrigens gesagt, es gibt einen Trick bei diesem Bowser. Und zwar bräuchte man einfach nur auf den blauen da laufen, da gleich rechts. Dann hätte man ihn schon besiegt. Weil er könnte da nicht rauf, weil hier so ein Rand ist. Schauen wir mal, ob das stimmt. Tatsächlich scheint dem so. Tschüss, Bowser. Ah, ist das einfach. Hab ihn gebumst. Noch ein Bowser.
Jetzt auch wieder bei MK. Ach stimmt, das ist auch wieder bei MK8. Ich wollte gerade sagen, nur ein MKW. Aber jetzt auch wieder bei MK8. So. Was geht ab? Juhu, sagt er da. Okay. So. Zeig uns mal Luigi. Luigi is back. Thanks, bro. Alles klar. Jetzt kann ich mal wechseln? Kannst du ein Brüder Touchscreen, okay. Luigi. Luigi. Okay, das ist. Also egal eigentlich. Gut. Dann haben wir jetzt ja Luigi freigespielt. Das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, was ich gemacht habe. Das merke ich erst jetzt. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Okay, meine lieben Freunde, um mal ganz kurz zu erklären, was ich überhaupt dachte. Ich dachte, man muss mit Luigi alles nochmal spielen. Beziehungsweise es gehört zu 100%. Muss man das jetzt überhaupt? Ich glaube ja. Ich werde auf jeden Fall nochmal alles spielen. Und würde erstmal bis dahin sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat gefallen. Falls ja, lass einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario 3D Land. Haut rein, bis dahin. Tschüss.